Einzigartig in der Bundeswehr, das Zentrum für Verifikationsaufgaben. Ausländische Militärinspektorin auf dem Flieger Horst Nörvenich. Was aussieht wie ein Kontrollbesuch, ist Teil der Ausbildung des Zentrums für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr. Erstmals bildet die Bundeswehr 13 Inspektoren aus 13 Ländern in einem Lehrgang auf Grundlage des Wiener Dokuments für die OSZE aus. Es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen haben manche Staaten nicht mehr eigene Ausbildungskapazitäten und nehmen das Angebot gerne an, das Deutschland gemacht hat. Zum anderen machen wir das natürlich auch aus Eigennutz, indem wir sagen, die deutschen Standards sind sehr gut. Wir möchten, dass diese Standards auch von anderen Staaten angewandt werden. Und wenn man über die deutschen Standards mal etwas gehört hat, dann tut man sich leichter, wenn man sie dann selbst in Anwendung bringen muss. Und man lernt sich eben auch ganz gut kennen und man fördert dann eben auch schon das Vertrauen zwischen einem möglichen Begleitteam und einem Inspektionsteam. Zwei Wochen dauert dieser erste Lehrgang. Ihm sollen ab dem kommenden Jahr dann regelmäßig weitere folgen. Alle Teilnehmer werden auf der Grundlage des sogenannten Wiener Dokuments ausgebildet und letztlich zertifiziert. Das ist ein zentrales Element für die Vertrauensbildung und der Rüstungskontrolle der OSZE-Staaten. Dieser neue Kurs ist somit elementar wichtig für die internationale militärische Zusammenarbeit. Dieser Bereich der Verifikation, das ist ganz neu für die Mongolei. Und ich bin die Erste, dass ich weiter für unsere mongolischen Kollegen das weiterbringen werde. Und ich bin natürlich darüber ganz, ganz froh. Das Ausbilden von Inspektoren ist eines der Aufgabenfelder des ZVBW. Informationen austauschen, die Verifikation selbst, das Weiterentwickeln der Dokumente und das Ausbilden sind die vier Säulen der Arbeit des Zentrums. Das alles findet von Geilenkirchen aus statt. In der Selfkan-Kaserne liegt mit der Operationszentrale das Herzstück des Zentrums. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ist dieser auf den ersten Blick unscheinbare Raum besetzt. Von hier aus wird koordiniert, geplant und umgesetzt. Aber nicht nur das große Weltgeschehen ist Teil der Arbeit, auch Schießausbildung müssen die Soldaten des ZVBW absolvieren. Parallel dazu findet in den Schulungsräumen bereits ein weiterer Ausbildungslehrgang statt. Small Arms and Light Weapons, also die kleinen und leichten Waffen, lautet diesmal das Thema. Gegliedert in Theorie- und Praxisteil geht diese Ausbildung über eine Woche. Im Praxisteil wird die Inspektion eines Munitionsdepots nachgestellt. Im Rollenspiel vor Ort sollen die Teilnehmer unter schwierigen Bedingungen wie fehlendem Licht den Ablauf einer solchen Inspektion lernen. Dazu muss man wissen, dass ganz erhebliche Mengen von kleinen und leichten Waffen weltweit kursieren, in vielen Bereichen unkontrolliert kursieren. Wir gehen davon aus, dass es etwa weltweit Waffenbestände in Höhe von 200 bis 250 Millionen gibt, die sich allein in staatlicher Hand befinden. Und oftmals ist es so, dass diese Waffenbestände, sei es durch Sorglosigkeit bei der Lagerung, sei es durch Geldmangel, aber auch durch Korruption, in die Illegalität abfließen und dann zu den vielen Waffen gehören, die einige hunderttausend Menschenleben im Jahr fordern, einfach durch den illegalen und verbrecherischen Gebrauch. Mit diesen und anderen Lehrgängen trägt das Zentrum für Verifikationsaufgaben seinen Teil zur Aufklärung bei. Schließlich ist es mit seinen Aufgaben ebenso wichtig wie einzigartig innerhalb der Bundeswehr. Thank you.